Ja, willkommen zurück zum nächsten Teil. Auf zum Leuchtturm. Die erste Ebene habe ich ja schon gesäubert. Okay, was ist hier? Sa, ich verstehe eure Besonnenheit. Man sollte niemals Schnelligkeit mit Hast verwechseln. Genau diesen Fehler hat zu meiner Gefangennahme geführt. Ich werde hier bleiben und die Afaka im Auge behalten. Kommt zurück und stellt euch Mamushi, wenn ihr euch für bereit haltet. Geduld ist die Tugend Schalas. Wollt ihr das Verlies wirklich betreten? Yep. So, Those two were ab part of the Shantiri geht's. Empire once. Wo muss ich nochmal hin? But even we have Ich no glaube in die memory of how it Richtung. ended. Ja, da wird es schon angezeigt. Kommt man dann zur Ebene 2. Über den Teleporter dann in Ebene 3, wo ich noch nicht war. Jupp, da geht's weiter. Na, ist die Aussicht nicht schön? Was haben wir denn da hinten? Wahrscheinlich die Räuberhöhle. So, da geht's zur dritten Stufe. Speichern und rauf geht's. Mal schauen, ob wir verprügelt werden oder die Gegner. Okay, bis jetzt noch gar nichts. There are enemies ahead. Oh, hallo. Oh, ein Elite und ein Normaler. Gut zu wissen. Oh, hinter mir auch. Scheiße, das ist ein Problem. So, wie löse ich das jetzt am besten? Wie löse ich das? Na, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, weil ich schon nah dran bin. Oh Mann, da bin ich hier voll in die Falle gedappt. War ja. Huch! Jetzt habe ich auch noch Verteidigen gemacht. Autsch. Ich glaube, vier sind zu viel. Eindeutig. Die Frage ist, wie macht man das dann am besten? Jetzt brauche ich doch mal ein paar Heiltränke. Da geht's hart auf die Fresse, ey. So, einer weniger bedeutet weniger Schaden kriegen. Das ist gar nicht gut, wenn die jetzt bewusstlos ist. Aber Moment, ich habe doch Regeneration. Yay, voll praktisch. Aber das, was jetzt dann abgeht, ist überhaupt nicht mehr praktisch. Ja, okay.
Da hilft alles nichts, muss man sich schützen. Gefällt mir überhaupt nicht, wie viel Mana tränke und ich alles gerade verbrauche. Aber es scheint auch nicht anders dazu gehen. Autsch. Okay, gleich haben wir es geschafft, aber das war ganz schön heftig. Elite Kenshi ist down, jetzt. Jetzt fehlt nur noch der normale. Für was umschlingen? Ihr fügt dem anvisierten Ziel im Umkreis von 3, 23 bis 28 Schaden zu. Das Ziel kann sich in dieser Runde nicht bewegen. Ja gut, im Nahkampf bringt das irgendwie nichts, wenn er sich nicht bewegen kann. Aber egal. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich den Zauber habe. Regeneration ziehen wir mal hier runter in die Leiste. Umschlingen. Auch nicht so schlecht. Okay. Bevor ich mich jetzt überhaupt einen Schritt bewege, wird jetzt erstmal Level Up gemacht. Dazu brauche ich erstmal Vitalität und das tun wir auch noch ein bisschen hoch. Was nehmen wir? Geben wir ihm auch ein bisschen Vitalität und Kraft. Und die Fertigkeiten, dann lernen wir bestimmt wieder irgendwas Spannendes, wie Erdmagie. Zwei Waffen. Okay. Was geht mal ihr dazu? Die Dunkelmagie, die ist interessant. Mystik ist auch interessant. Wegen den Mana, was ich dazu bekomme. Okay. Dann muss ich wohl erstmal rasten. Weil Mana-Tränke habe ich jetzt schon genug verbraucht. Da, wo ich in die Falle gegangen bin. Oh, da ist ein Schiffswrack. Ich muss mir irgendwie da runterschauen. Das sieht echt irgendwie... Der Weg zum Lichtzimmer öffnet sich, wenn zwei Platten betreten wurden. Oh. Die erste Platte ist betreten worden. Eine Elite-Korallenpriesterin. Na gut. Widerstanden, perfekt. Was hat die eigentlich? Flüssige Membran tut den Schaden reduzieren. So, die erste Platte, die zweite Platte ist bestimmt da gegenüber. Speichere ich mal ab. Okay, was kommt da jetzt? Ah, wieder eine Magierin. Oh, diesmal zwei. Tun wir mal die Rüstung runtersenken, Rüstung überhaupt zaubern. So.
Rüstung zaubern, Mana packen, draufhauen. Ouch! Wie viel Magiepunkte braucht denn regenerieren? 30 Mana, wie viel habe ich? 65. Ah, das ist ziemlich praktisch, das Regenerieren. Da kommt ja noch was. Eine Elite-Korallenpriesterin. Autsch. So müsste es eigentlich gehen mit der Rüstung. Take cover. Okay. Der Teleporter ist fertig. Ich speichere mal ab, weil wenn das jetzt der Teleporter zum Endboss ist, dann gehe ich lieber gerastet zum Endboss hoch. Ansonsten. Leuchtturm Stufe 4 betreten. Scheiße. So, mehr Opfer für den Abwacker. Ihr werdet ins Meer zurückkehren, Schatzjäger. Glaubt ihr, ihr könnt erfolgreich sein, wo sogar Hamato, der Mörder meiner Mutter, versagt hat? Kämpfen gegen Mamushi. Wir haben ein Problem. Ich lad's nicht. Ich nehme die Herausforderung an. Oh, der ist gegen Festhalten immun. Naja, ich kann ihn aber zumindest Schaden machen. Oh, holy shit. Das habe ich nicht bedacht. Stimmt, der tut einen ja runterschmeißen. Also muss man immer eins weiter vorgehen. Oder hinten dran muss die Säule sein. Ah, das heißt, jetzt kann ich nochmal rasten. Dass das so schnell ging, hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, egal. Jetzt erstmal rasten. Speichern. Und dann... Flüsternde Schatten. Na, dann mal ab geht's. There are enemies ahead. Oh, das hat nichts gebracht. Autsch. Man muss irgendwie so kämpfen, dass der Feind... Aber das geht gar nicht. Autsch, das hat gesessen. Okay. Das heißt, ich kassiere einmal immer Prügel. Und dann kann ich machen, was ich will. Das wird das Schwere sein jetzt bei dem Gegner. Oh.
Wenn er mich jetzt zurückschmeißt. Jetzt bin ich verwirrt, egal. Macht man schon irgendwie. Okay, er hat mich nicht zurückgeschmissen. Was gar nicht mal so schlecht ist. Oh shit. Gib mal gleich den Mana Heiltrank ein. Was will er mich wieder zurückschmeißen oder was? Minus 31, das ist schlecht. Okay, jetzt hat er mich zur Seite gestummt. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ich bewege mich mal, dann heile ich mich. Das heißt, mit jeder Bewegung... Ich will nämlich, dass der Char nicht bewusstlos ist. Okay. Pfeil. Mana-Trank, Heiltrank, Pfeil. Oh shit. Was ist jetzt los? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh mein Gott. Nein, das ist schlecht. Nein. Irgendwie ist das jetzt abgestürzt, weil ich mich... Irgendwie buggt das jetzt gerade rum. Also ich schaue so schräg dahin, weil ich mich wahrscheinlich... Während er die Attacke ausgeführt hat, habe ich mich gedreht. Na, oh, das ist doch ärgerlich. Jetzt, wo ich ihn fast besiegt hätte. Warum? Ach, das ist doch zum Heulen. Schlief. Okay. Hä? Ich habe gerade den Spielstand geladen, aber... Anscheinend kann ich mich gerade nicht mehr bewegen. Das ist schlecht. Geht immer noch nicht. Also Inventar kann ich aufrufen, aber ich kann mich nicht bewegen. Und ich kann auch sonst nichts machen. Okay, ich hoffe, dass mein Spielstand jetzt nicht dadurch kaputt ist. Ich werde jetzt einmal mal die Aufnahme beenden und rausfinden, woran das liegt. Dann hoffe ich auf den nächsten Part.